Lieferdienst und ihre Folgen. Habt ihr das auch erlebt? Wie gesagt, ich habe auf ein Paket gewartet, was an einem Tage kommen sollte. Nichts passiert. Dann habe ich per E-Mail eine Benachrichtigung bekommen, dass das Paket nicht zugestellt worden kann. Fragezeichen, ganz komisch, ich war hier. Dann habe ich eine weitere E-Mail bekommen. Ja, das Paket ist bei der Frau XY abgegeben worden. Gut. Dann rief ich eine Zentrale an von der besagten Firma, die gerne die Pakete schmeißt. Die war auch schon schwer in der Presse. Ja, eine Frau Möller oder Müller hätte das Paket angenommen. Gut. Wo liegt das Paket? Keine Anschrift, kein Ort, keine sonstigen Angaben. War ich sehr sauer. Gleichzeitig auf der Benachrichtigungskarte stand ein GLS-Shop, der auch hier in Troisdorf sich befindet, in der Nähe von der Kreisparkasse, Frankfurter Straße. Ich gehe dahin, frage den Herrn. Er sagte, nein, morgen kommt das Paket, etc. Da sage ich, hören Sie mal, mein Paket ist zugestellt worden, dann ist es nicht zugestellt worden. Ich war nicht da angeblich. Frau Müller, Müller. Da hat er so ein bisschen rumgesponnen, hat den Fahrer auf Handy angerufen, was sehr verdächtig ist. Das sagt mein Lieferant. Und da kam der Fahrer innerhalb von 5-6 Minuten. Er sagte, ja, ich war bei Ihnen. Also er war bei mir. Er hätte, also das, was ich euch erzählt habe, hat er mir auch erzählt. Und sag ich, nee. Sag ich, entweder sehe ich jetzt meine Ware. Sag ich, ist ein Betrugsbestand, weil er irgendeinen Namen eingegeben hat, um mein Paket zu stornieren, um es dann in das Paketshop oder in den Paketshop zu liefern. Sag ich, oder ich zeige euch an. Gut, dann habe ich die Ware bekommen, habe Stress gehabt, bin auch nicht so nett, wie ich eben schon erwähnt habe, behandelt worden. Gut, das war das Erste. Das Zweite, ein paar Tage später bekomme ich ein Paket, was auf war. Habe ich natürlich meinen Lieferanten angerufen, habe die gefragt und ich frage mich, wie die Paketlieferer arbeiten. Also nicht alle, aber diese besagte Firma schmeißt die Pakete, öffnet die Pakete, geht wohl eine Urkundenfälschung ein, bescheißt die Leute. Verstehe ich nicht. Wie gesagt, habt ihr das auch erlebt? Schreibt darüber in die Kommentare und lasst euch ruhig mal darüber aus. Ihr seht, ich kann nicht mehr lachen. 3.6. Ich habe schon wieder ein Paket bekommen von der Firma XY. Ihr habt es ja gesehen. Und das Paket war wieder auf. Also ich weiß nicht, was ich machen kann. Mein Lieferant weiß schon Bescheid. Aber das ist ja schon... Ey. Packt euch selber am Arsch, auf Deutsch gesagt. Sorry für die Wortwahl, aber lasst meine Pakete nur, ihr Vollpfosten. Es geschehen echt noch Zeichen und Wunder. Wie gesagt, 3 Pakete waren geöffnet, die mir zugeschickt worden sind von meiner Druckerei. Und das 4. war zu. Ja, genau. Ich war genauso geschockt, wie ihr es jetzt seid. Sehr begeistert, dass es dann zu ist. Die Druckerei scheint wohl durch die Fachabteilung Druck gemacht zu haben. Ich habe es natürlich auch. Ich habe auch mit rechtlichen Mitteln gedroht. Polizei etc. pp. Weil die sollen ihre Wichsgriffe davon lassen. Das ist mein Paket, das bleibt zu. Und ja, einfach eine Urkundenfälschung zu begehen. Der Böhm ist nicht da und dann nehmen wir einfach meinen Namen, Paket nicht zugestellt, bla bla bla. Ja, von wegen. Wie gesagt, ich hoffe, es bleibt so und sonst gehe ich weiter. Das könnt ihr mir glauben.